Hö. Wer ist da wieder da mit einem neuen Projekt? Ganz genau, Guppy ist das. Und zwar mit Crisis Warhead, wie angekündigt. Ich nehme es jetzt schon mal auf, das kommt nicht vor 4 Wochen raus. Aber ich mach schon mal, wir machen ein neues Profil, weil hier Standard, das ist halt Standard, das ist immer da. Aber wir machen ein neues Erstellen. Benutzernamen eingeben, Guppy. Ja, das war's auch schon. Speichern wir mal das Profil. Erstellung erfolgreich. Option, bla bla bla, wird schon hinkommen. Und wir machen einen Einzelspieler. Und zwar ein neues Spiel. Und da ich es mal. Crisis. Ja, Crisis 1 gespielt habe. Und zwar durchgespielt habe. Weiß ich, dass leicht immer noch schwer ist. Für Menschen wie mich. Angreifer markieren, phasensteuertes Geschütz, einfaches Fernglas, Gegner sprechen in Deutsch. So dasselbe. Normales Fernglas, Gegner sprechen Deutsch. Fadenkreuz aus und normales Visier. Keine Granatenwarnung, normales Fernglas, Gegner sprechen Koreanisch. Kein Fadenkreuz? Nein. Ja komm, ich bin mal hart, ich spiel's auf normal. Normal ist angemessen, hoffe ich. Und jetzt erstmal Sequenz hier. Das heißt, Guppy, Ruhe. So ein Skill habe, lasse ich es euch wissen und dann treten wir gegeneinander in Crisis Warhead. Das Spiel ist geil. Nein, ich kann nicht so spielen, wie ich gerade in dem Video aufgegeben habe, weil das ist nicht gut. Cursor 2 und 4 isoliert. Verdammt! Der Proxy steigt bei 3 Suchalgorithmen aus. Starte KI-Umgehungsroutine. Die Precursor sind immer noch scharf. Ich habe keine Wahl. Ich denke, wir haben einen Code Blau. Egal, ich benutze es einmal. Aber also wir und wir haben gerade den genannten Herrn speziellen Anzug, der nennt sich Nanosuit. Ich glaube, kann man nicht
Stark, schnell, unsichtbar oder... Sanitäter! Und 5 FPS. Wundert mich, dass das hier so lang hat. Hat echt sind Sie das Raptor-Team? Ja, was davon übrig ist. Wir müssen sie aus der Schusslinie schaffen. Wir sammeln uns irgendwo an der Anhöhe. Aus allen anderen Richtungen rückt der Feind vor. So, ich werde mich mal eben um die Einstellung kümmern. So, jetzt habe ich den Sound gerade leiser gemacht und mein Spiel wollte mich verarschen, stand einfach mal auf Maximum überall und das macht mein PC definitiv nicht mit. Das dürfte er schon eher. Nach einem kleinen Eingewöhnungsmoment habe ich manchmal das Gefühl. Hier ist Bravo 1-2, wir haben Raptor. Alle Missile Tango-Einheiten tot. Rücken vor zu Kontrollpunkt 2-0. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Bewegung, Bewegung! Shift links hauchen, sprintet. Na, wollen wir damit. So, jetzt läuft das auch schon ein bisschen besser. Jetzt geht's wieder runter, ich werde. Und Chef meinte, sprintet. Also gehen wir mal ein bisschen mehr. Alle Dinge. Das ist die Anhöhe, also los! Wir halten sie auf, solange es geht! Oh, nee, ich sehe sie dann bei der Siegesparade, Sergeant! STRG. Ich bin Y ist im Leben. Okay. Ich nehme das Intro aus dem ersten Tag. Und wir springen. Und jetzt läuft es flüssig. Das ist gut. Leertaste springt. Meine Leertaste ist kaputt und der springt tausendmal. Und jetzt gehen auch die FPS hoch und runter. Ist das widerlich? Warum leckt das so? Das hat's doch vorher. So, Maus 3 hat Anzugsteuerung aktiviert. Anzugsteuerung hier drauf. Leertaste, Stärke-Modus. Springen. Wir springen am Megafon. So, jetzt machen wir Patzerung hoch. Und im Englischen von Crysis, weiß ich, hört sich gerne an. Das habe ich auf Englisch gespielt und da sagte Maximum. Was hat er da eigentlich gesagt? Ich weiß es nicht. Und das sah aus wie eine EMP. Psycho, hier ist Commander Emerson, J-Sock. J-Sock. Psycho, Emerson hier. Ihr Anzug sendet keine Daten. Ja, das wie ist EMP? Ihr Status? Ja, Status Raucherlunge. Was sonst? Psycho, Emerson hier. Ah, Sie sind wieder online. Da, schön. Die EMP-Bombe hat wohl ihren Anzug deaktiviert. Oh, ich bin gut. Wie ist die... Ich bin okay. Ich bin okay, ist ja gut jetzt hier. Raucherlunge, gut ist. Empfangen Sie das? Das habe ich nach unserer Landung gesehen. Sie kennen das Ende? Was sagen Sie dazu? Was zum Teufel war das? Da ist was. Ist ah! Ja, stimmt, das war die Landung von Crysis. Und was ist hier? Ich habe gesehen, was mit dem Boot passiert ist. Aber ich dachte, das war nur eine Anomalie. Ich werde die Daten an die DIA weiterleiten, aber machen Sie erstmal weiter wie geplant. Kontaktieren Sie das Sierra-Team und koordinieren Sie den Luftangriff. Ganz schön kompliziert, aber das kriegen wir nicht. Da bin ich sicher. Kontrollpunkt erreicht, das dauert jetzt, weil er speichert. Sehr schön. Mit F nehme ich also Objekte. Nimm das. So, jetzt kann ich das nehmen. Jetzt könnte ich zum Beispiel den Stärke-Modus gehen und das einfach wieder weg. Und ich möchte meine Waffe wechseln. Eben hier. Und wir können an der Waffe rumschrauben, indem wir Laservisier dran packen. Oder und? Nee. Laservisier und schrauben. So, das gefällt mir. So, wollen wir hier mal ein bisschen schauen und ich will das aufhören. Und an irgendwas bin ich gestorben.